Gieske, ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns ein kleines Gespräch zu führen über deine Lehrveranstaltung und deine digitalen Initiativen in deiner Lehrveranstaltung. Du bist Lehramtsdozentin für Deutsch als Zweitsprache und Sprachbildung an der Freien Universität Berlin. Und deine Lehrveranstaltung zeichnet sich insbesondere durch sehr, sehr große Studierendenzahlen aus. Mhm. Im aktuellen Sommersemester waren das so um die 350. Ja. Mhm. Deshalb hast du selbst geboren die Idee der digitalen Anreicherung dieser Lehrveranstaltung. Was genau tust du da? Ja, ich habe verschiedene Elemente. Also wir haben schon ganz lange, setzen wir Blackboard ein. Und seit zwei Semestern, oder das ist ja im Sommersemester das Modul, habe ich Asnova genutzt. Das ist ein Tool, das in Hessen entwickelt wurde. Also ein Classroom-Response-System. Genau. Ja, ja. Mhm. Und da benutze ich das Quiz-Tool. Mhm. Habe es so konzipiert, dass Studierende selber Quizfragen entwickeln in kleinen Gruppen. Also ich veröffentliche jede Woche nach der Vorlesung die Vorlesungsfolien und klausurrelevante Inhalte. Und die Studierenden haben dann den Auftrag, in kleinen Gruppen in der Selbstlernzeit 5 Quizaufgaben zu entwickeln, die bestimmten Kriterien genügen sollen. Also verschiedene Fragetypen sind da vorgegeben und sie sollen eben das klausurrelevante Wissen oder die klausurrelevanten Inhalte abdecken. Und sie entwickeln diese Quizfragen und setzen sie in dem Tool Asnova um. Und lassen dann die Fragen von den Kommilitonen beantworten und in den Seminaren, also wir haben eine wöchentliche Vorlesung und alle 14 Tage ein Seminar und in jeder Seminarsitzung stellt dann eben eine Fünfergruppe die Auswertung des Quiz vor. Also es ist so, dass die Studierenden in diesem Semester das Quiz zu Hause beantwortet haben. Und dann kann man sich in dem Tool Statistiken anzeigen lassen, welche Antwort wie oft gewählt wurde. Und anhand dieser Statistiken besprechen wir dann eben, wie gut die Fragen waren, ob die eindeutig formuliert waren, ob die die klausurrelevanten Inhalte abgeprüft haben und so weiter und ob die formalen Anforderungen und die inhaltlichen Anforderungen erfüllt sind. Wenn du sagst, das sind 5 Personen in einer Gruppe, das sind ja bei so vielen Studierenden, sind das 70 Gruppen. Mhm. Wie organisierst du das dann noch? Ja, also da habe ich verschiedene, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die Organisation, auch für die Studierenden habe ich festgestellt. Das ist was, was ich nicht so erwartet hatte. Also ich habe das jetzt zwei Semester erprobt und im ersten Semester habe ich das tatsächlich mit Blackboard gemacht. Da gibt es ja die Funktion Wikis. Und da habe ich für jede Seminargruppe, beim ersten Mal waren es 10, jetzt sind es 14, also für jede Seminargruppe habe ich ein Wiki angelegt, wo dann schon, also es war eine Tabelle, in der das Datum der Sitzung, die Vorlesung, auf die sich das Quiz bezieht und dann eben 5 Spalten angelegt waren, wo die Studenten ihren Namen eingetragen haben. Und, oder nicht ihren Namen, sondern ihre E-Mail-Adresse und anhand dieser E-Mail-Adressen haben sie sich dann zusammengefunden und haben auch das Quiz in dem Wiki selber verlinkt, sodass die Kommilitonen eben auf ihr Wiki zugreifen konnten und dann da im Voraus eben das Quiz beantworten konnten. Das war eigentlich eine gute Idee. Es war leider so, dass zum Teil sich Studenten überschrieben haben. Ich weiß nicht, ob aus technischen Problemen. Ich hoffe, aus technischen Problemen. Aber ich habe dann eben gedacht, naja, vielleicht mache ich es dann doch lieber über Papierlisten, weil das da eben nicht passieren kann, dass man sich aus Versehen überschreibt. Und da würde ich aber rückblickend sagen, das war keine gute Idee, weil das Wiki schon besser war, weil es doch noch eine Fluktuation ist. Also dadurch, dass es nur alle 14 Tage ist, das Seminar, musste ich in der ersten Sitzung das eben vorstellen, da schon die Liste rumgeben, weil ab der zweiten Sitzung, 14 Tage später, eben die Gruppen ja schon aktiv waren oder die erste Gruppe aktiv war. Und das ist schon so, dass die Studierenden ja noch in der LMS, also der Campus Management, sich ummelden können für Gruppen. Und wenn dann eben ein Platz in einer Gruppe frei wurde, die ihnen besser passte, dann haben sie sich umgetragen in eine andere Gruppe, aber dann nicht dran gedacht, die Listen zu aktualisieren, sodass das doch
mit dem Wiki die bessere Lösung war. Also würde ich lieber nochmal, wenn ich es nochmal mache, mache ich sie mit dem Wiki wieder. Okay, das heißt Learning by Doing auch für dich und du änderst dann sozusagen immer, wie es gerade dann so passt, natürlich auch das Konzept so ein bisschen. Wie bist du denn grundsätzlich auf die Idee gekommen, gerade diese Möglichkeiten der digitalen Unterstützung in deinem Unterricht zu nutzen? Denn so wie sich das jetzt anhört, vor allem für diese Kohortengröße, bedeutet das ja erstmal ganz schön mehr Aufwand für dich. Das heißt also, wo kommt deine Motivation her, sich da in dieses Experiment zu bewegen und natürlich auch kontinuierlich das Ganze anzupassen, ohne zu sagen, so, oh Gott, ich habe so viele Studierende und jetzt nochmal das obendrauf, wie soll ich das überhaupt noch schaffen? Aber du schaffst es und du bist auch hoch motiviert, das immer anzupassen und zu erweitern. Das heißt also, wo kommt diese Idee her und vor allem deine Motivation? Ja, sind ganz verschiedene Sachen. Also einmal ist es so, dass die Studierenden eine E-Klausur schreiben am Ende des Semesters. Also die Modellabschlussprüfung ist eine Klausur mit überwiegend geschlossenen Fragen. Und das ist eher, glaube ich, ein Typ, der im Lehramtsstudium nicht so verbreitet ist. Und deswegen wollte ich die Studierenden auch auf dieses Prüfungsformat vorbereiten, weil ich finde, das ist ja wichtig, dass sie dann wissen, was für Aufgaben erwarten mich da, was sind auch, worauf muss ich besonders beachten. Man muss ja sehr genau lesen, das sind sprachlich sehr verdichtete Aufgaben und da muss man wirklich sich konzentrieren, dass man nicht relevante Informationen überliest. Und das war eben die eine Motivation, dass ich auf das Prüfungsformat vorbereiten wollte. Eine andere Motivation war, dass die Studenten, also dass ich jedes Semester gesagt habe, das Seminar ist auch dafür da, dass ihr Fragen zur Vorlesung oder dass sie Fragen zur Vorlesung stellen können. Und außerdem können Sie auch im Blackboard-Forum Fragen stellen. Und dieses Angebot wurde sehr wenig genutzt. Also kurz vor der Klausur ein bisschen öfter, aber gerade zu Beginn des Semesters war das dann schon fast so, dass ich alibimäßig gefragt habe, hat jemand Fragen, aber dass ich, also von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, eben niemand gemeldet hat, habe ich gedacht, also da kommt wahrscheinlich nichts. Und deswegen habe ich eben, also ich finde, gerade Vorlesungen sind ja so ein Format, wo man dazu neigt, sich dann tröpfeln zu lassen und man denkt, man hat es verstanden, es klingt alles irgendwie ganz logisch und die Fragen ergeben sich beim Tun. Und das war eigentlich die zweite Motivation, dass ich Fragen provozieren wollte, indem die Studierenden die Inhalte selber umwälzen. Und dann dabei eben bemerken, da ist mir doch noch nicht was ganz klar. Das hatte ich im ersten Semester auch versucht, indem ich immer so einen Überarbeitungs- oder Nachbereitungsauftrag gegeben habe. Also schauen Sie sich die Vorlesungsfolien an, schauen Sie sich das klausurrelevante und die klausurrelevanten Inhalte an, lesen Sie dann die Folien speziell auf diese Aspekte, machen sich Notizen dazu und notieren Sie eben Fragen und bringen Sie dann die Fragen mit ins Seminar und in die stellen Sie die im Blackboard-Forum. Und da das aber eben so wenig genutzt wurde, habe ich gedacht, wenn Sie eine Aufgabe kriegen, wo Sie dann sozusagen gezwungen sind, selber Fragen zu entwickeln und das oder Aufgaben zu entwickeln und das Wissen umzuwälzen, dass Sie dann eben dabei merken, da ist mir noch was unklar. Und das war dann tatsächlich auch für mich sehr wertvoll. Also das hatte ich gar nicht so mitgedacht, aber das war dann eben so für mich ein großer Gewinn des Projektes, dass man, wenn die Klausur erst ganz am Ende ist, dann merkt man ja in der Klausur vielleicht, diese Aufgabe war offensichtlich schwierig, das ist wohl nicht richtig verstanden worden. Und das habe ich dann durch die Fragen schon vorher gemerkt, wo ich selber an meinen Folien noch was optimieren muss. Und das war für mich sehr schön, dass man dann anhand der Fragen eben sehen konnte, da war vielleicht was nicht ganz klar. Oder der Aufgaben und dann auch bei Fragen, die in Blackboard dann gestellt wurden. Also das ist tatsächlich so, dass eine Studentin dann sich bedankt hat und gesagt hat, danke, also da ist ein Fehler aufgefallen im Forum und die hat dann eben gesagt, danke, dass sich das jetzt geklärt hat und nicht in der Klausur. Und das fand ich so toll, weil ich dachte so, Loblied auf den Fehler zur rechten Zeit. Das heißt, du hast angefangen, von hinten sozusagen nach vorne zu denken. Du hast sozusagen eigentlich mit der Prüfungsleistung, der Abnahme der Prüfung angefangen. Die Prüfungen, die werden also an der FU im E-Examination Center abgenommen. Und das heißt also, über die Überlegung darüber, wie diese Prüfungsfragen in elektronischer Form abgebildet und gestellt werden, bist du sozusagen auf den gesamten Lernprozess gekommen. Und da hast du dann angefangen, die Studierenden in diesen kleinen Gruppen eben mit in diesen ganzen Lernprozess einzubinden und auch mitzunehmen auf dieser ganzen Reise. Genau. Also
also von hinten gedacht und dann eben kontinuierlich. Und die Idee war eben auch, also abgesehen davon, dass sie dann selber das umwälzen müssen und sich eben bewusst machen, was sie noch nicht verstanden haben, ist auch ein anderer Hintergrund, dass es ja Lehramtsstudierende sind und für Lehramts- oder angehende Lehrerinnen ist es ja sehr, sehr wichtig, dass sie Fragen präzise stellen, egal ob es offene oder geschlossene Fragen sind, aber bei geschlossenen Fragen wird es eben noch greifbarer, dass man da wirklich sehr, sehr präzise formulieren muss. Und ich finde, für den Bereich deutscher Zweitsprache, Sprachbildung, wo es ja auch darum geht, dass man sich so bildungssprachliche Besonderheiten bewusst macht, die für DATS-Schülerinnen oder generell sprachschwache Schülerinnen schwierig sind, genau die muss man in der Aufgabe selber anwenden. Und dadurch wird dann auch das Wissen noch umgewälzt oder die Inhalte und auch das Feedback geben. Also das ist ja auch ein zentraler Bestandteil, dass die Studierenden sich untereinander Feedback geben zu ihren Fragen und ich auch nochmal ein Feedback gebe. Auch das ist ja was, was man als angehende Lehrerin muss. Und dann fand ich es gut, dass sie das üben können. Und genau, jetzt im zweiten Durchlauf habe ich da so einen Peer-Feedback-Bogen eingesetzt. Also die haben einen Bogen bekommen und sollten dann anhand dieses Bogens eben die 5 Fragen, die sie beantwortet haben, bewerten. Da sind verschiedene Kriterien vorgegeben. Und das mündet dann in einer Note, also wie eine Schulnote, die sie für das Quiz vergeben, und zwar in dem Quiz. Also in dem Quiz ist immer als 6. Frage integriert, benotet das Quiz. Und das bereiten sie eben oder sollten sie mit dem Feedbackbogen vorbereiten und dann eben im Seminar auch sagen, ich habe jetzt die Note so und so vergeben, weil. Und das hat mir gefallen, weil. Und hier könnte man irgendwie noch dran feilen. Ist das das, was die Studierenden besonders motiviert? Selber in diesem Prozess teilnehmen zu können? Oder gibt es auch Studierende, die dann sagen, so, weiß ich nicht, das jetzt auch noch, ist mir jetzt alles zu viele? Ja, also es gibt solche und solche. Es ist tatsächlich gerade mit dem Feedback geben, in einigen Gruppen war das ganz toll. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass auch die Motivation, dann gleich ein tolles Quiz zu machen, immer größer wurde, wenn da gutes Feedback gegeben wurde. Es gab aber auch Gruppen, wo das äußerst zäh war. Also war dann fast ich die einzige Feedbackgeberin. Und dann habe ich auch darauf hingewiesen und habe dann irgendwie gesagt, naja, das müssen Sie doch können als Lehrerin und nehmen Sie doch Gelegenheit wahr, das zu üben. Bei einigen war das eher unbeliebt. Aber du vergibst auch, ich sag mal, so einen kleinen Preis für die beste Gruppenarbeit. Ja, ist das eine gute Motivation für die Studierenden? Also ich hatte mir ehrlich gesagt noch mehr davon erhofft. Also ich habe bekannt gegeben in der ersten Vorlesung, dass eben die beste Gruppe gekürt wird. Also da gibt es 5 Preise, die ich vergeben kann. Und hatte auch darauf hingewiesen, dass ich dann das Best Practice Quiz auf der Homepage von uns veröffentliche. Und ich hatte gedacht, das wäre ein guter Motivator. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt tatsächlich, also ich glaube, bei einigen hat das gezogen und bei anderen ja nicht so. Aber du wirst es weitermachen auf jeden Fall. Das Quizprojekt, es ist schon, du hattest ja schon den Arbeitsaufwand angesprochen. Auf jeden Fall. Es ist schon mit vollem Lehrdeputat eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich schwanke so ein bisschen. Ich hatte beim ersten Mal eine Deputatsreduktion, da ging das gut und jetzt beim zweiten Mal nicht. Und da ist es schon die Frage, ob ich es beibehalten kann. Also weil auch wirklich so kleine, kleine Sachen, also zum Beispiel Preise besorgen, das ist ja an der Uni schon ein riesen Aufwand. Ja. Ne? Obwohl das gemacht wurde für mich. Also ich musste nur sagen, das möchte ich und das möchte ich, aber dann gingen einige Sachen nicht und dann musste man nochmal neu gucken und Vergleichsangebote suchen und so weiter. Also das ist ja alles dann so ein Bürokratikum. Das ist allerdings richtig, ich glaube, das kennen wir alle, genau. Wie sieht es denn aus mit deiner persönlichen Empfehlung für Lehrende, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Das heißt also große Studierendenzahlen, überhaupt gar keine Zeit, trotzdem digital interessiert, motiviert. Was würdest du denen empfehlen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich kann mal sagen, was es für mich leichter macht oder was mich auch das motiviert. Also wir sind ja ein Team von 3 Lehrkräften für besondere Aufgaben und das ist eine Sache, was ich sehr schön finde, dass man dann die Arbeit, die man investiert, auch mit dem Team teilen kann. Also das ist zum Beispiel so, ich habe aus dem riesigen Pool von Quizaufgaben, der entstanden ist, während der beiden Semester, wo ich das Projekt gemacht habe, ein Abschlussquiz entwickelt zur Klausurvorbereitung und das habe ich zum Beispiel auch den beiden Parallelgruppen zur Verfügung gestellt. Das finde ich, das ist was, wo ich irgendwie denke,
also es ist einmal für die Studierenden, glaube ich, schön, die dann die Fragen konzipiert haben und dann sozusagen so den Ritterschlag kriegen, dass jetzt ihre Frage es in das Abschlussquiz geschafft hat und dass das eben auch für andere zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist eine Sache, was ich auch für mich sehr hilfreich finde, ist, dass ich eben weiß, das geht über eine lange Zeit und ich kann das immer weiter nutzen. Also ich werde das Abschlussquiz aus dem ersten Durchlauf und jetzt aus dem zweiten Durchlauf, da möchte ich Werkverträge an besonders gute Studenten vergeben, die dann dieses Abschlussquiz in Blackboard als Test umsetzen. Und die wiederum nutze ich dann für die nachfolgende Generation, sodass die schon während des Semesters immer Quizaufgaben oder bekommen, die thematisch eben passen. Und ja, das ist ja so, bei so vielen entstehen einfach sehr viele gute Fragen und ja, die kann man dann immer, also der Fragenpool wird immer größer, je länger ich das mache. Und das finde ich schon sehr schön und motivierend, dass ich dann weiß, das ist jetzt nicht vertane Arbeit, sondern ich kann das nutzen und das kommt dann der nächsten Generation zugute. Das heißt, die Nachhaltigkeit spielt ja natürlich eine ganz große Rolle. Ja. Großartig. Ganz herzlichen Dank, Giske. Gerne.